Willkommen zurück zu Let's Play Grandia 2. Im letzten Part sind wir in die Seele von Aicha eingedrungen und hier wird es immer grotesker. Ah, ich dachte, wir müssen gegen das Ding kämpfen, aber okay. Das ist auch in Ordnung. Muss ich mich wenigstens nicht weiter drum kümmern. Eieiei. Okay, hier haben wir nur Truhe. Illusion Gloves, Mirage Earring und Bond of Trust. Okay, dann schauen wir doch mal. Act 5 Act. Okay, was war das andere noch? Also, da Illusion Gloves. Ups Evasion bei 5%. Hört sich doch ziemlich gut an. Gut, okay. So, nehmen wir euch direkt noch mit. Also man kann anscheinend ein bisschen zaubern, aber man sollte nicht die Gegner damit besiegen. Mit Zaubern. Das scheint hier das große Problem zu sein. Also damit soll ich alle treffen. Aber ja. Sehr schön. Mal durchgemäht durch die Typen. Okay. Der Typ kam auch nicht zu seinem Angriff. Der andere aber wird dazu kommen. Burnflame. Wow. Nett. Das tut weh. Das mache ich auch noch. Fast. Nee, okay. 147, naja. Recht ordentlich der Schaden. Okay. Millennia steigt ein weiteres Level. So, von dort sind wir gekommen. Da oben war die Truhe, ne? Ja. Okay, sehen uns mal weiter da hochschicken. Also gehen wir mal wieder erstmal entgegen der ganzen Sache. Ich möchte hier nämlich, wie gesagt, möglichst nichts verpassen. Nochmal Ryudo. Machen wir diesmal aber ein Maul. Ja. Ist doch ganz annehmbar hier. So, da hat es nicht ganz gereicht, um den einen zu erledigen. Deswegen wird Millennia das Ende noch nachholen. So. Weiter geht's. So, Ryudo und Millennia sind ein kleines Stückchen schneller als die Dinger. Was denn mit der Suche bedeutet, ich kann sie auf jeden Fall erstmal besiegen. Wunderbar. Denn 198 SC-Punkte. So. Gut, dann gehen wir mal hier lang. Und da ist nämlich tatsächlich nur ein Item. Also wieder mal alles richtig gemacht. Ballet Manicure. Was heißt das schon wieder? Da. Plus 5 Attack-Level. Okay. So, dann du. Du. Du.
Und schon haben wir keine Medical Herbs mehr. Naja. Sie haben ja einen guten Zweck gedient. Okay, da ist nochmal so eine Falle. Die wir erfolgreich vermeiden konnten. Was zugegebenermaßen auch nicht schwer ist. Aber okay. So. Marek, du darfst mal hier einmal. Und du darfst einmal Tremor machen. Und der Rest sollte dann recht einfach werden. You cannot get away with that. Okay. Das sieht doch gut aus. Okay. Zwei sind down. Einer kommt nicht dran. Alone. Ja. Okay, wunderbar. So, wir können jetzt hier weiter und das sollten wir wahrscheinlich auch lang. Oder da oben. Gut, gehen wir erstmal wieder oben lang. Man kennt es ja inzwischen, immer erstmal da lang gehen. Wo man nicht lang sollte. Wenn die Kämpfe etwas repetitiv gerade werden. You can really feel it. Ist immer noch so schön an Schulk angelehnt, ey. Wenn man Schulk ist an ihn angelehnt, andersrum. Gab's ihn leider, glaube ich, eher, oder? Gab's Grandia 2 zuerst oder gab's Xenoblade Chronicles mit Schulk zuerst? Keine Ahnung. Ich kenne mich bei Xenoblade überhaupt nicht aus. Womit ich mich allerdings auskenne, ist, dieses Typen hier fertig zu machen. Okay. So, inzwischen haben wir über 2000 Special Coins. Das will ich doch mal positiv heißen. So, hier geht es auch da lang. Ich glaube, ich sollte erstmal da runter, ja. Hallo. Das ist mal ein kleines Auge. Na gut, hier ist nur Geld. War also mal wieder alles richtig. Ich bin also nicht irgendwo hin viel zu weit gegangen. Und kam dann nicht mehr zurück. Deswegen sage ich alles richtig. Ich wollte ja trotzdem erst hier lang. Also, was soll's. So. Ihr jetzt, Burn Flame. Ich will dich natürlich jetzt möglichst schnell weghaben. Deswegen machen wir mal wieder Tremor. Okay, das sollte kein Problem sein, die da wegzukriegen jetzt. Milenia braucht zwar zwei Schläge, aber die anderen kann ich glaube ich mal nicht. Also ich hoffe es zumindest. Ja, okay, einer dafür. Und einer dafür. Marek kann leider nichts angreifen, aber kein Problem. Denn das ist das Vieh, was daneben ist, glaube ich, oder so. Auf jeden Fall auch weg. Die geben viele Magic Coins. Oh, ich kann gleich schön aufpowern. Aber noch gehe ich ein bisschen weiter.
Mach ich dann kurz vorm Endkampf, da hau ich mir nochmal ein bisschen was rein. Falls hier einer kommt. Ich vermute es halt aber mal. Wäre ziemlich merkwürdig, wenn nicht. Nehmen wir die Ding schon mal rein. Und beiß das Ding an. You cannot get away with that! Okay. So, einer weg. Und der auch. Der andere kommt aber zu seiner Burnflame wahrscheinlich, ja. Nee, er macht nur Wow, okay. Dann egal. Ich frage mich gerade, was das die ganze Zeit da oben bei Millennia ist. Weil es die ganze Zeit bei ihr sich so umherdreht. Keine Ahnung, was das bedeutet. Naja. Kommen wieder schön viele Magic Points. Und Marek und Roan steigen ein weiteres Level. So. Da habe ich einen Ring rum. Möbius-Ring. Ich habe momentan so viele Accessoires. Und benutze momentan eh nur die normalen Dinger hier. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen gucken. Ah, okay. Der bringt sogar noch ein bisschen besser was. Komplett 15 Verteidigung, 5 Angriff. Evasion mit 5%. Ich glaube, Movement ist für Marek gar nicht mal so schlecht. Hauen wir das mal rein. Statt den 5 Angriff, das ist ja nun echt nichts. Oh man, hier geht es noch ein ganzes Stück weiter, habe ich das Gefühl. Ich dachte, jetzt, wo wir das Auge mal sehen, wird es bald zu Ende sein. Dem scheint jedoch nicht so zu sein. So, wir machen mal eine Burn Flame. Mal, dass das einigermaßen klar geht. Von wegen, dass sie wenigstens Erfahrungspunkte bekommen, halt wieder. Okay. Wir kriegen da wenig Schaden. Ich glaube, Pausen hat bei mir jetzt gerade geblitzt. Ja, da kommt auch schon der Donner. Interessant. So, weg mit dir. Ich krieg zumindest einiges an Punkten, also denke ich mal, dass es geklappt haben sollte diesmal. Hier hin. Achso. Ich verstehe, hier muss ich sogar lang. Dann heißt es natürlich, oh Gott, jeder Charakter muss erst noch einzeln hochklettern. Das ist natürlich ein bisschen nervig jetzt, weil es halt echt einfach dauert. Das war bei Grandia besser gemacht, beim ersten. Zumindest schneller, sagen wir es so. Nicht schlecht. So. Ich bin ja momentan, was die Relationen und sowas angeht, von dem Spiel noch sehr... Ja, ich stelle das momentan noch ein bisschen in Frage. Weil wir waren jetzt wirklich selten in Betrolie, dass wir wirklich gesagt haben, okay, wir sterben jetzt gleich. Von den Kämpfen her, weil man hat ja gesehen vorhin, als ich mal ein bisschen... als Millennia und Roan vorhin ein bisschen schwächer waren, einmal All-Healer und dann war halt schon wieder alles weg. Dann das Ganze mit den Coins und so, das war ein bisschen suspekt von Beginn an. Aber das hat sich einigermaßen klargestellt jetzt, warum man da so viel... Ich kann halt jetzt konstant wirklich die ganze Zeit immer wieder aufbessern, die ganzen Sachen. So, und dann ziehen wir wieder einen Hall Slash durch. Er könnte alle treffen,
Vielleicht den einen da drüben nicht. Genau den hier vorne. Ah, vielleicht haben wir den jetzt reingehauen in die Bahn. Das wäre das Optimalste. Ah, weiß nicht. Ah, sieht eher nicht so aus. Nee. Jetzt greifen wir den mal lieber an, weil der Burnflame vorhat. Der andere zwar auch, aber den können wir wenigstens besiegen. Der andere kommt damit leider durch und trifft auch mehrere, oder? Ja. Vielleicht sogar alle drei. Ja. Und das macht dann noch ganz schön viel Schaden. Das wird euch mit der höchste Schaden, den wir bisher bekommen haben. Warum zur Hölle drehst du jetzt gerade durch? Ich verstehe es nicht, aber okay. Wie halt einfach mal alles weghaut. Oder einfach mal ihre eigenen Teamkollegen da weg. Wow, und sie sind jetzt um einiges schneller vor allem. Jetzt hat sie wieder irgendwas vor. Ein Haulslash, okay. Sie war mal wieder leicht angepisst. Okay. Gut, wir haben wenigstens Punkte dafür bekommen. Das ist immer noch das Wichtigste. Dass wir nicht da irgendwie plötzlich mal wieder mit 0 Erfahrungspunkten da stehen. Das ist in meiner Meinung nach immer noch das Nervigste bisher. So, da drüben ist auch nichts weiter. Wow, hallo. Das hat mich leicht erschreckt. Oh Gott. Meine Güte. Ist okay, Milenia ist wieder vollkommen okay. Sie hat sich beruhigt. Dann würde ich sagen, geben wir einfach mal einen Haul hier rein. Geben dir mit deinem faulen Kritzel. Ja, mit deinem Wow? Habe ich Haul gesagt? Auf jeden Fall geben wir dir mit dem Wow einen Kritzel und legen dein Faul ab. So. Das war nochmal guter Schaden. Machst du einen Platz? Alles klar. Da auch. So, damit bleibt nur noch einer und den sollte Milenia ganz simpel down kriegen. Jawohl. Auch wenn der erste Pfeil knapp, ziemlich knapp aussah, hätte auch einfach mal daneben gehen können. Aber okay, jetzt haben wir sogar mehr Magic Coins als Special Coins. Sehr schön, gut. Dann recovern wir. Und ja, machen jetzt halt mal unseren Power-Up hier. So, machen wir jetzt erstmal das. Special Coins. Schauen wir mal, was sie hier noch hat. Starving Tongue. Okay, Zungenkraft. Attack by throwing huge snowball. Legendary ist. Esoteric Attack. Ich hau jetzt erstmal die ganzen Attacken frei. Ich glaube, das macht ein bisschen mehr Sinn gerade. Skilled Item Use. Will ich jetzt nicht unbedingt verbessern? Achso, doch kann ich, ja. Ich wollte gerade sagen, warum kann ich Dash nicht verbessern? Ha? Ich habe ja nichts gesagt. So, Book of Wise Arts. Stärkt halt Feuer und. Fire Explosion, Fire Electric. Das ist dann wirklich schlecht. Ich will jetzt aber trotzdem erstmal wieder weiter die Magie hochbringen.
mal nicht, dass du auch wieder lernen wirst. Scheinbar nicht. Ja, Zap All, geil. Lightning Attack burns all enemies. Da bin ich schon gespannt drauf. Oh ja, das wird schön, das wird geil. Ach ja, da bin ich schon froh drauf. Ich kann es kaum erwarten, das im nächsten Part dann mal auszuprobieren. Aber ja, wie gesagt, im nächsten Part dann wird es Zeit für Zap All. So, gut, dann würde ich auch sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Wenn wir dann hier zu dem großen Auge gehen. Also, bis dann!